Sonnige Nachmittagsgrüße, liebe Zuschauer, hier aus dem Outback Münchens. Grüße Sie, danke, dass Sie einschalten. Wir wollen uns hier dem Edelmetallmarkt zuwenden, so ist es richtig, und zwar speziell hier Gold und Silber. Nachdem wir unlängst zu Silber eine Veröffentlichung starteten, ich gehe mal hier auf die Gottmauer-Seite und auch auf anderen deutschen Websites, hier kurz nach 16 Uhr im Sell-off-Modus sozusagen hier die Analyse, und zwar mit dem Hintergrund Silber unter Beschuss, Chance des Tages, große Fragezeichen. Wie geht es hier weiter? Die Situation zu diesem Zeitpunkt, Silber hier deutlich unter 14,85. Da sind wir jetzt wieder ein Stück weit drüber angestiegen, und das ist jetzt die gerade spannende Situation. Denn Sie sehen es auch hier in diesem Chartbeispiel, beziehungsweise in der Analyse eben, dass wir hier exakt in diesem bullischen Zeitfenster sind. Mit dem heutigen Tag haben wir hier beim Silberpreis einen bullischen Flow bis Anfang September, auch noch darüber hinaus. Aber hier, wie gesagt, sehr, sehr schön dargestellt, dass hier der bullische Momentum-Charakter während der letzten Jahre hier zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr interessant war. Insofern kann der aktuelle Ausverkauf, den wir gesehen haben beim Silberpreis, hier durchaus auch als Chance verstanden werden. Denn wir machen uns gerade mal den Silberpreis zu groß. Dieses touchierte nämlich das Vorwochentief an diesem Punkt. Doch es soll ja hier nicht nur um Silber gehen, sondern vielmehr um den Goldpreis. Der hat nämlich hier auch mit diesem Abverkauf, der hier zunächst immer weiter an Fahrt gewann, jetzt just ein starkes Reversal gestartet und steht hier knapp über dem Opening, knapp am Pivot Point, und hat, Sie sehen, diese heutige Tageskerze hier im Prinzip diesen kompletten Ausverkauf relativiert. Die Average True Range, die sich hier im Bereich um 11, knapp $12 bewegt, wurde nicht ganz ausgereizt. Sie sehen hier, 11,21 hätte das hoch sein können, wurde verfehlt. 11,09 das Tief, wurde auch verfehlt. Insofern dürfte der Tag hier auf dem aktuellen Niveau enden. Aber die Kerze ähnelt einem Doji. Silber hat hier sicherlich noch einiges an Nachholpotenzial. Hier ist auch die Range. Da haben wir hier eine Range von rund 28 Cent. Die haben wir heute mit 63 Cent deutlich überschritten. Sie sehen hier die Average True Range, das eigentliche Hoch und das eigentlich anzunehmende Tief. Zumindest dieser Bereich eben. Und da sind wir hier deutlich nach unten ausgeschert, aber am Vorwochentief hier sauber nach oben abgeprallt. Und vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis so ein starkes Abmomentum vollzogen hat, kann der Silber natürlich hier nachziehen. Und das ist eine sehr, sehr interessante Ausgangslage, die wir jetzt hier auch nochmal direkt im Tageschart betrachten. Der Goldpreis hier, müssen wir mal kurz das Fenster hier verschieben. Da sehen Sie diese Kerze von heute beim Goldpreis, eine Art Doji, eine Art Unsicherheitskerze, aber noch überhaupt kein Beinbruch. Hingegen hier bei Silber natürlich ein ganz, ganz starkes Momentum nach Süden, nach unten, aber möglicherweise wurden hier jede Menge Käufer abgeschüttelt, um sozusagen hier den letzten Bullen auch aus dem Markt zu drängen. Und Silber zieht jetzt Schrägstrich gerade vor dem saisonalen bullischen Zeitfenster nach oben an. Das ist gerade die aktuelle Chance, sowohl beim Gold- als auch beim Silberpreis. Goldpreis hier insbesondere eben aufgrund des Intraday-Reversals, was wir hier im 15-Minuten-Chart sehen. Ja, Vortagestief gerissen, weiter abgerauscht, aber die Average True Range nicht nach unten aufgebrochen, wie Silber das hier im überzogenen Maß fast schon getan hat. Nein, der Goldpreis hat jetzt hier ein starkes Reversal gemacht, und das spricht für Interesse am edlen Metall. Und das heißt auch hier beim Goldpreis vor dem saisonalen Hintergrund, wir schauen mal hier, das ist Silber. Und jetzt gehen wir hier auf den Goldpreis, XAUSD, die Bezeichnung, jawohl, hier geht der Trend natürlich ähnlich stark nach oben. Also insofern aufgepasst, was da passiert. Ich denke, für heute ist es gelaufen. Es würde mich wundern, wenn der Goldpreis jetzt noch deutlich nach oben oder nach unten rauszieht. Gleiches bei Silber. Das Vorwochentief sollte eigentlich halten. Und insbesondere eben 14,85, 14,75 sollten hier nicht mehr unterschritten werden, auch nicht am morgigen Tag. Dann stehen die Chancen gut, dass wir hier direkt nach oben durchstarten. Was natürlich jetzt im asiatischen Handel passiert, was natürlich hier noch an morgigen Highlights reinkommt, das bleibt abzuwarten. Aber wir haben saisonalen Rückenwind, und technisch hat Silber sich zwar hier einen deutlichen Ausrutscher erlaubt, aber es ist immer noch eine Situation der Umkehr möglich, gerade vor dem Hintergrund, dass der Goldpreis hier eben so stark reversalt hat. Und das ist im Prinzip das, wo man sagt, wenn sich Silber hier weiterhin im Schatten von Gold bewegt, natürlich gehebelt, dann müsste es hier eigentlich alsbald auch zu einem stärkeren Gegenmanöver kommen, und dann könnte Gold, nein, vielmehr Silber Gold dann auch deutlich ausperformen, weil das Ratio Gold-Silber hat sich hier deutlich abgeschmälert. Hier hat Silber einiges an Nachholpotenzial, und insofern bin ich mal gespannt, wie die kommenden Tage werden. Wir werden es hier im JFD Desktop, auf dem JFD Desktop weiter betreuen.
weiter begutachten. Wenn Sie interessiert sind, einfach folgen. Dann kriegen Sie auch bei Aktivierung eine E-Mail zur Sendung, zu neuen Beiträgen und dergleichen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal an dieser Stelle einen schönen Feierabend. Hoffentlich auch mit einem Stück weit Sonne wie bei uns hier im Süden. Ansonsten hören wir uns gern morgen wieder in alter Frische, neuer Stärke. Ich wünsche Ihnen was. Schönen Feierabend, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.